Das ist Anna. Anna ist ein ganz normales Mädchen. Und Anna lebt auf Hawaii. Auf Hawaii gibt es viele schöne Dinge. Ihr seht sie schon im Bild. Zum Beispiel gibt es Palmen auf Hawaii und Kokosnüsse von Palmen, die auf Hawaii stehen. Es gibt außerdem Sand, wundervollen blauen Himmel und Spielzeug am Strand. Anna hat den ganzen Tag heute dort verbracht. Es war ein herrlicher Sommertag. Anna hat mit dem Ball gespielt, hat gebuddelt, hat eine Sandburg gebaut, Palmen geklettert und wieder runtergeklettert. Irgendwann war Anna so warm, dass sie einfach ins Wasser gesprungen. Und geschwommen. Und geschwommen. Und geschwommen. Und in jedem Fall war Anna nass. Anna nass. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha Team. War ein geiles Intro, oder? Ja, super. Ja komm, war mega aufwendig produziert und so. Und zwar für welchen Tabak? Natürlich für Nameless Hawaii. Und zwar die Dose für 13,50 Euro, 200 Gramm. Ein Nameless hatten wir ja schon mal vorgestellt. Die Dose kennt ihr vielleicht dann schon. Kleine schicke schwarze Dose. Zwei schon vorgestellt. Ja, stimmt, wir hatten zwei sogar. Ja, Caesars und Red. Und die waren ja beide echt länger. Ja, und dann hat man hier so einen tollen Verschluss noch mit drin. Finde ich echt gut. Kommt echt kein Tabak durch. Schön luftdicht verschlossen. Und vom Schnitt her, ja, der Nameless-Schnitt, den wir jetzt von den anderen Tabaken auch kennen. Also ein mittelgrober Schnitt. Molasse ganz gut eingezogen. Hier finde ich, ist ein bisschen überschüssige Molasse irgendwo da unten noch zu sehen. Aber alles im Rahmen, also passt auf jeden Fall. Also geruchlich finde ich das schon mal eine schwierige Nummer irgendwie. Es soll halt ja wirklich reiner Ananas-Tabak sein. Aber so riecht für mich keine Ananas. Muss ich leider ganz klar so sagen. Also es riecht irgendwie so leicht fruchtig. Aber es kommt auch irgendwie so eine leichte Schokonote oder, ich weiß nicht, so eine Teignote. Erinnert mich irgendwie an so einen Softcake, die halt irgendwie mit Orange oder so gefüllt sind. Auch was man so riecht, wenn man den jetzt raucht im Raum, finde ich überhaupt nicht angenehm. Nee. Also es riecht komisch. Es ist keine leckere Note irgendwie. Nee. Alles andere, aber keine Ananas. Aber das kann ja noch alles in Geschmack kommen, wenn er jetzt nicht so doll riecht. Vielleicht schmeckt er ja richtig geil. Geschmacklich, Freunde. So, naja, also ich finde den ziemlich schwer zu beschreiben. Man hat fast gar keinen Geschmack. Leider. Also es kommt auch im Geschmack keine Ananasnote durch. Man hat irgendwie sowas leicht Süßliches. Aber das war's auch. Also mehr fällt mir da leider auch nicht zu ein. Also der... Ja, weiß nicht. Die Erwartungen waren groß. Ja, nach den ersten Nameless. Genau, weil die anderen Nameless-Sorten ja eigentlich sehr gut waren. Ja, ist der halt leider ein bisschen weniger intensiv. Also wirklich, man hat halt nicht das Gefühl, irgendwie zu shishern. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht. Aber da muss ich sagen, ich finde es ein Pluspunkt, dass der nicht so intensiv ist. Weil wenn der Geschmack intensiv wäre... What? Weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich eher in Annas Bereich sein und mich da ausgiebig verauslassen. Ja, also nee. Nach dem Erdbeertabak, den wir jetzt geholt haben von Nameless, den Red, Video ist draußen, könnt ihr euch gerne anschauen. Und der war ja wirklich echt lecker. Und das war die pure Erdbeere und der pure Genuss. Und da dachten wir eigentlich jetzt so bei Ananas, das war so der Tabak, den ich nicht geraucht habe auf der Messe. Den habe ich dann einfach so, oh ja, gib mir mal Ananas. Der schmeckt bestimmt auch lecker, wenn Erdbeer schon so gut ist. Aber Der ist halt irgendwie auch nicht sehr hitzebeständig. Schmeiß weg. Ja, der ist nicht sehr hitzebeständig. Also wir brauchen halt einen Kamin mit Aufsatz, drei Kohlen drauf.
Aber ja, sobald ein bisschen zu viel drankommt, wird er halt auch kratzig und ja, noch ekelhafter eigentlich. Ich habe den auch schon im Lotus drin gehabt und alles andere ausprobiert. Irgendwie, der wird nicht besser. Also da kann man rumprobieren, wie man will. Ist einfach kein guter Tabak geworden. Okay, kommen wir vielleicht zur Rauchdauer und zum Rauch allgemein. Rauchen. Relativ dünn. Ihr könnt es sehen, ist relativ dünn und Adi hat es angesprochen, wenn ihr dem jetzt mehr Hitze gebt, um mehr Rauch zu haben, dann wird er kratzig. Also irgendwie haben wir hier noch kein gesundes Mittelding gefunden und ich glaube, das wird auch nichts, weil wie gesagt, ich habe den in anderen Setups ausprobiert, ist alles nicht so gut. Mit Kamin geht eigentlich immer klar. Also wir sagen ja immer, eine Stunde rauchen ist, geht da voll klar, aber bei dem überhaupt nicht. Den wollte auch nicht eine Stunde rauchen. Nee, und nach einer Dreiviertelstunde ist der auch einfach so richtig dünn, also als ob ihr da anderthalb Stunden schon geraucht hättet. Nee. Wie gesagt, Molasse technisch sah der ja auch gut aus. Nichts überschüssig, aber schon eingezogen, aber definitiv nicht trocken. Daran erinnert er mich, an trockenen, alten Tabak. Ja. So, das war auch, glaube ich, schon perfekt zusammengefasst. Kommen wir zum Fazit. Von uns gibt es diesmal keine Kaufempfehlung. Wenn ihr den irgendwo mal probieren könnt, probiert den mal und überzeugt euch davon. Und also, ja, nehmt die 1350, packt die in den Kamin, drei Kohlen drauf, ihr habt das gleiche Geschmackserlebnis. Ich glaube auch. Sehr gut. Ja. Für den Tabak braucht ihr wirklich nichts ausgeben. Vielleicht haben wir auch eine schlechte Produktion erwischt, weiß man ja immer nicht. Aber bei der Tabakdose, die wir hier haben, ja, definitiv keine Kaufempfehlung. Nee. Kauft euch lieber andere Sorten von Nameless. Da gibt es leckerere Sorten. Genau. Und das nehmen wir gleich als Schlusswort. Wir sind damit raus. Wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt uns auf jeden Fall ein Like. Wenn ihr unsere Videos auch abfeiern wie nichts, dann könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Das hilft uns nach wie vor sehr weiter. Unser Kanal soll wachsen. Und ja, dann genießt noch das Wetter, soweit es noch eigentlich ganz gut bleiben soll. Also vielleicht ein bisschen kühler, aber sonnig. Und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Team. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Ciao. Tja. Was soll man sagen? Ich bin sprachlos. Ich glaube, nicht mal Anna würde diesen Tabak lecker finden. Nicht mal Anna. Obwohl sie aus Hawaii kommt und das so ihr Feeling ist, aber... Hätten wir eigentlich wirklich jeden anderen Tabak draufpacken können und jetzt so tun, als würden wir den rauchen, weil dann hätten wir wenigstens so noch einen Geschmack. Sehr, sehr gut. Schade, schade. Also das ist... weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der schlechteste Tabak, den wir bisher hatten. Weil nur hoch, eigentlich schon. Zwei Sterne schon, ja. Vielleicht, so in dem Dreh. Geschmack? Intensität, Geschmack. Also Intensität, ja. Auch ein bis zwei vielleicht. Kann natürlich auch eine Fehlproduktion sein. Das Problem ist, wir haben ja den anderen Tabak vom gleichen Produktionsdatum jetzt. Mhm. Der ist und gut. Da waren alle, die wir sonst mitgenommen haben, wirklich... ganz lecker. Ja, lecker. Intensität war ja bei den Trauben auch so eine Sache. Der hat wenigstens einen guten Geschmack. Aber das war ein guter Grundgeschmack. Und hier ist nichts.